dem Vertreter einer sehr jungen Psychotherapie-Richtung, so circa 30 Jahre alt, die mittlerweile über die ganze Welt verbreitet ist, die sogenannte positive und transkulturelle Psychotherapie. Die Bücher von Nosrat Pesheshkian sind in 22 Weltsprachen übersetzt. Das ist bei kaum irgendeinem anderen lebenden Psychotherapeuten der Fall, darunter Koreanisch, Norwegisch und so weiter. Ich freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank. Liebe Anwesende, ich werde Sie nicht enttäuschen. Kennen Sie die Geschichte? Eine Patientin kam zu einem Arzt und sagte: Herr Doktor, ich habe Sie mir ganz anderes vorgestellt. Der Arzt sagte sicherlich klein, dick und hässlich. Die Patientin sagte: Nein, groß, hübsch und schlank. Ja, liebe Anwesende, wenn Sie den Entschluss gefasst haben, heute so zahlreich hierher zu kommen, so müssen Sie wohl von irgendwoher den Eindruck bekommen haben, nachdem Sie auch so interessante Vortrag von Professor Richter gestern Abend gehört haben und heute Vormittag hier, dass dieser Beitrag Ihnen etwas zur Unterstützung Ihrer Arbeit bieten kann. Und ich werde auch einen Teil von Ihren Wünschen erfüllen. Nach einem orientalischen Spruch: Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Ja, das lässt sich sehr gut, dieser Spruch, auf Thema Globalisierung übertragen, weil wir eine neue Situation leben und wie wir uns damit auseinandersetzen, wie weit wir anpassungsfähig sind, wie können wir auch mit dieser neuen Situation umgehen. Und zwar, als Einstieg habe ich für Sie den Spruch von Victor Hugo gewählt: Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Was ist diese Idee, was neu ist da? Das ist diese Idee der Globalisierung, transkulturell, Ost-West-Konzept dann dabei. Da ich selbst in einer transkulturellen Situation, Orient und Occident, Persien und Deutschland lebe, und dann wurde ich auf diese transkulturelle Situation besonders aufmerksam. Goethe hatte in den letzten Jahren seines Lebens große Probleme gehabt, hat unter Depressionen gelitten, Phobien gehabt. Und zwar, wissen Sie warum? Weil er mit dem zweiten Band seines Buches Faust nicht fertig geworden ist. Er wusste nicht, wie man das abschließt. Sie wissen doch dann, von der Gestalttherapie haben Sie gehört, wenn etwas man nicht abschließt, welche Formen, welche Probleme sich daraus entwickeln. 1824-25 hat ein deutscher Verleger verschiedene Exemplare über 1001 Nacht aufgelegt und hat ihm regelmäßig diese Exemplare zugeschickt. Er war, Sie wissen doch, ein großartiger Mensch, Genie, aufmerksam, und hatte Tag und Nacht diese Bücher gelesen und sagte: Jetzt weiß ich, wie es weitergeht dann. Und er hat das zum Abschluss gebracht. Und er hat sich seit dieser Zeit intensiv mit der persischen Sprache auseinandergesetzt und hatte Persisch gelernt und hatte der Menschheit große Dienst erwiesen, indem die bekanntesten Werke von persischen Dichtern wie Hafez, Sa'di, Maulana, Tessami und viele anderen hatte dann übersetzt in seinem Buch Westöstliche Divan. Und in diesem Buch kommt dieses Zitat: Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen. Also ein Applaus für Goethe, wenn ich Sie bitten darf. Dann. Ja, und zwar, danke schön. Ich bin dann in Wiesbaden seit 34 Jahren tätig, habe eine psychosomatische Tagesklinik für Information und bin ich Dozent an der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen in Bad Nauheim, wo wir seit 28 Ärzte für die gesamte Zeit der Psychotherapie ausbilden und seit 3 Jahren nach dem neuen Gesetz in Deutschland Diplompsychologen
und kinderjugendlichen Psychotherapeuten mit 27 Dozenten fort- und ausbilden dann. Ein wichtiger Ansatz unserer Arbeit in dieser Situation ist A, der interdisziplinäre Ansatz, wie verschiedene Methoden miteinander sinnvoll arbeiten können. Das ist, entspricht der linken Hälfte. Und einmal ist der transkulturelle Ansatz, wie man verschiedene Krankheiten unter der transkulturellen Situation darlegen. Zum Beispiel Angst, Depression, Schizophrenie in verschiedenen Kulturen, Umgang mit Tod in verschiedenen Kulturen, Haarausfall in verschiedenen Kulturen. Und habe ich ein Buch dargestellt, von Haarausfall bis Fußpilz. Wie kann man unter diesem interdisziplinären und transkulturellen Situation sehen? Und ein wichtiger Ansatz, auch diese beiden Sachen miteinander verbinden, ist die Einbeziehung von Geschichten, Lebensweisheiten und Humor in unsere Arbeit. So, das ist doch so, dass wir in jeder Situation, jede Sitzung eine passende Geschichte, als Beispiel zu Haarausfall, zu Sexualstörung, zu Kopfschmerzen, Schlafstörungen bringen und dann zwei Anekdoten und zwei Lebensweisheiten. Ich werde auch Ihnen die Sache zeigen, wie das kommt, und mit dem Spruch fangen wir an: Sammle die hellen Stunden des Lebens ein und bewahre sie für die dunkle Zeit. Das heißt, jetzt ist eine neue Zeit gekommen, dass wir nicht so viel primär Psychopathologie machen, sondern Gesundheitslehre. Das salutogenetische Konzept, das wir seit 34 Jahren intensiv durchführen, mehr in Vordergrund stellt dar. Das heißt, die hellen Stunden den Patienten bewusst machen, bevor man mit der Operation beginnt und Psychopathologie transparent macht. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich auch dann meine Arbeit weiterführen. Und zwar der transkulturelle und interkulturelle Ansatz durchzieht wie ein roter Faden die gesamte Arbeit, unsere Arbeit. Er bietet Material nicht nur zum Verständnis individueller Konflikte, sondern hat auch eine außerordentliche soziale Bedeutung. Zum Beispiel Gastarbeiterprobleme, Probleme der Entwicklungshilfe, Schwierigkeiten, die sich im Umgang mit Mitgliedern anderer kulturellen Systeme ergeben, Probleme interkulturelle Ehen, Vorurteile und ihre Bewältigung, Alternativmodelle, die einem anderen kulturellen Rahmen entstanden, und politische Probleme. Dabei werde ich unter diesen drei Gesichtspunkten das Thema behandeln. Einmal ein allgemein, in welcher Situation wir leben. Professor Richter sagte, durch diese gesellschaftliche Veränderung und Probleme, der Mensch wird hin und her geworfen. Das möchte ich Ihnen auch einmal unter salutogenetischem Konzept darstellen. Was wir alles auch erreicht haben, dass wir auf dem Wege zum Weltfrieden sind, wenn man beide Aspekte zusammenredet, dann werde ich Ihnen in der zweiten Ansatz drei Grundprinzipien, die wir nach unserer Untersuchung in 25 Kulturen entwickelt haben, das ist das Prinzip der Hoffnung, das Prinzip der Balance und das Prinzip der Beratung, die man in allen Lebensbereichen bei Erziehung, bei Selbsthilfe, bei verschiedenen therapeutischen Richtungen und bei gesellschaftlichen Problemen sehr gut übertragen kann. Und der letzte Teil ist das, dass ich werde versuchen, dieses Konzept auf die Weltkrise übertragen und was ist unser Beitrag zum Weltfrieden. Zu diesem Thema habe ich vor ein paar Wochen eine interessante Arbeit veröffentlicht im Hessischen Ärzteblatt, für etwa 50.000 Ärzte in Deutschland, Hessen, und das bedeutet unser Beitrag zum Weltfrieden, der positive Umgang mit Weltkrise. Ja? Und habe ich die Unterlagen für Sie hier, können Sie auch nachher, wenn Sie Lust haben und Zeit haben, auch mitnehmen. Ja. Ja. Liebe Freunde, irgendwie kriege ich das hin. Jawohl. So. Ganz kurz, in den letzten 85 Jahren
auch mit der Entwicklung der Psychosomatik immer zugenommen hat, haben wir 5 Veränderungen in unserer Gesellschaft. Problem der Vermehrung, Problem der Verstädterung, dass etwa 80% der Menschheit in Großstädten leben und bringt eine ungeheure Belastung für die Mitmenschen, Wohnprobleme zum Beispiel, Umweltverschmutzung dabei. Bei Vermehrung war, dass in der Lebzeit von Jesus Christus etwa 200 Millionen Menschen gelebt haben, jetzt leben ca. 8 Milliarden. Im Jahre 2040 werden 28 Milliarden Menschen etwa in dieser Welt leben. Und das bringt neue Probleme für uns. Wir müssen uns mit diesen Aspekten sozialer Veränderungen auseinandersetzen. Drittens, das Problem der Spezialisierung, Differenzierung ist, dass heute besonders Fachleute, Spezialisten verlangt werden. Und wenn diese Spezialisten nur einseitig bleiben, zum Beispiel ein Augenarzt, nur Störungen im Augen sieht und nicht in Gesamtheit Psychosomatik, dann kann viele Probleme zum Beispiel entstehen. Wir bilden sehr viele Augenärzte für Psychotherapie, Psychosomatik auch aus, Hautärzte und so. Problem der Integration, während wir früher eine offene Gesellschaft gehabt haben, haben wir geschlossene Gesellschaft, jetzt ist eine offene Gesellschaft geworden, kulturelle Systeme kommen aufeinander zu, das bringt eine ungeheure Probleme, das nennen wir transkulturelle Probleme und kann auch Chance bedeuten, das salutogenetische Konzept, das heißt transkulturelle Fähigkeiten zu entwickeln dann dabei. Wenn wir nicht in der Lage sind, mit diesen Problemen umzugehen, dann entwickeln sich 5 Risikofaktoren. Das ist das Thema Alkohol und Drogen, um sich zu entspannen, Rauchen, Über- und Untergewicht, Bewegungsmangel und emotionaler Stress. Emotionaler Stress bedeutet, sind Sie mit Ihrer Frau zufrieden? Naja, was soll ich denn sonst machen? Ja. Also David ist nicht mal begeistert, sondern immer ist einer leistungsfähig, aber nicht emotional kann die Sache aus dem Ausdruck bringen. Das ist auch eine Entwicklung von depressiver Entwicklung, ist das, die wir oft nicht wahrnehmen. Und das Ergebnis ist das hier, möchte ich durch eine orientalische Lebensweisheit zeigen. Viele Menschen ruinieren ihre Gesundheit in der ersten Hälfte des Lebens, um zu Geld und Erfolg zu kommen und geben dieses Geld in der zweiten Hälfte des Lebens wieder aus, um wieder gesund zu werden. Ja. Und das, mit diesem Spruch versuchen wir, mit Patienten mit psychosomatischen Störungen umzugehen. Was sagt Ihnen dieser Spruch dann? Das heißt, was findet Sie in diesem Spruch? Was hat bedeutet für Sie? Und welche neue Möglichkeiten, Visionen sehen Sie mal dadurch dann? Ja. So. Wir gehen davon aus, liebe Anwesende, nach dieser kurzen Vorbemerkung, dass überall, wo Menschen zusammenkommen und ein sinnvolles Leben aufbauen wollen, entwickeln sich Probleme, Schwierigkeiten, Missverständnisse, Konflikte. Gesund ist nicht derjenige, der keine Probleme hat, sondern in der Lage ist, mit Problemen positiv umzugehen. Was heißt positiv? Ein Mann kam nach Hause, sagte zu seiner Frau, Schatz, hast du den neuen Wagen richtig in die Garage gefahren? Seine kluge Frau sagte, ja, die wichtigsten Teile. Sie, diese Frau hat nicht jetzt pathogenetisch vorgegangen, zu sagen, das war furchtbar. Du kannst gar nicht vorstellen, wie schrecklich gewesen ist und wie Stau war und warum muss ich einkaufen gehen, sondern sie versuchte durch diese positive Umgehen, eine neue Beziehung zu entwickeln, das kann man am Abend, am nächsten Tag, am Wochenende auch erzählen. Bedeutet nicht, dass andere verdrängt wird, sondern es kommt darauf an, wie man beginnt dann dabei. Da. Sie gucken mich sehr aufmerksam an. Was war wichtig für Sie bei diesem Spruch? Was hat Sie angesprochen? Dieser Spruch mit dem Dialog zwischen dem Mann und Frau. Wollen Sie kurz sagen? Bitte? Ich bin ein bisschen überfordert. Überfordert, ja.
Was halten Sie von dem Spruch, den Wert von Menschen und Diamanten kann man erst erkennen, wenn man sie aus der Fassung bringt? Denken Sie mal dabei, ja? Das wäre vielleicht auch für die Zukunft für Sie eine neue Möglichkeit, mit neuen Situationen umzugehen dann dabei, ja. Ich komme aber auf Sie wieder zurück. Um zu sehen, was wir unter positiver Umgang verstehen, möchte ich Ihnen aus meinem neuen Buch, wenn du etwas haben willst, was du noch nie gehabt hast, so musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Ja? Und lese ich Ihnen das erste Beispiel, eine Metapher vor. Diese Metapher hat 5 Szenen, also einen positiven Umgang. Mit Problemen muss man in 5 Stufen vorgehen. Erstens, erste Szene, ich gehe die Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig, ich falle hinein. Ich bin verloren, ich bin ohne Hoffnung, es ist nicht meine Schuld, es dauert endlos wieder herauszukommen. Die zweite Szene, ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig, ich tue so, als sehe ich es nicht, ich falle wieder hinein. Ja. Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es lange herauszukommen. Die dritte Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein, aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Die vierte Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Fünfte Szene. Ich gehe eine andere Straße. Ja. Sie? Sehr schön. Liebe Freunde, damit Sie wissen, wie wir arbeiten. Ich bin Psychiater, Neurologe, Facharzt für psychotherapeutische Medizin, auch Internist. Ich bin früher auch oft reingefallen. Indem ich auch Psychotherapie gelernt habe, habe ich gesehen, sofort mit der Operation begonnen. Welche Beziehung haben Sie Ihre Mutter gehabt? Wie war dann? Wie oft sind Sie gewaschen worden? Mit welcher Waschlappe? Und solche Sachen da. Da habe ich gesehen, wie ich dann indirekt Widerstände bei Patienten hervorgerufen habe und jahrelang diese Widerstände, neurotische Konzepte wieder abgebaut habe. Ja. Habe ich gesagt, ja, ich muss dann von meinem orientalischen Teil mehr Gebrauch machen. Also der positive Ansatz ist in Orient sehr groß geschrieben dabei. Das hat mich angeregt, mit dieser Sache etwas vorzugehen und es die positiven Aspekte etwas herauszuholen. Positiv bedeutet, liebe Anwesende, nicht wie viele denken, alles unter eine rosa-rote Brille zu sehen, sondern Latin bedeutet Positum. Das heißt, das Ganze sehen, das tatsächliche Sehen, das Vorgegebene sehen. Was sind diese tatsächlichen und Vorgegebene? Das sind diese Pluspunkte. Und damit man bewusst macht, damit der Betreffende mit den Krisen, mit Problemen besser umgehen kann. Umgekehrt, wir haben gelernt, man muss die Krise, Verdrängungen, Verschiebungen, Traumatisierungen bewusst machen, damit es sich zurechtfindet. Jetzt vielleicht ist eine neue Zeit gekommen, wie Victor Hugo gesagt hat, dass wir ein bisschen eine neue Version wählen, es unbewusste Fähigkeiten bewusst machen, damit der Patient mit Therapeut gemeinsam mit der Psychopathologie Probleme besser umgehen. Kennen Sie die Geschichte? Ein Schwimmtrainer hat am Ende der Saison das Ergebnis der Arbeit seiner Mannschaft zusammengefasst und sagte, unsere Mannschaft hat zwar nicht gewonnen, aber es ist auch keine ertrunken. Er hat nicht gesagt, ja, er hat mit den Verlusten sich beschäftigt, wie deutsche Fußballspieler, nachdem sie da verloren haben, haben mit keinem gesprochen dann dabei, während zum Beispiel die aus Türkei, die verloren haben, dann haben Blumen ausgetauscht, einander umarmten. Das nennen wir positiver Umgang mit Verlust, mit Problemen dann dabei.
Das heißt, bedeutet, dass wir lernen, Verlust muss nicht immer negativ sein. Deshalb haben wir Angst. Das ist eine Krise, das ist eine Chance, eine neue Möglichkeit, die noch nie gegeben hat. Das heißt, der Mensch entwickelt sich nicht nur durch gute Erziehung und Psychotherapie, sondern er muss in eine richtige Krise kommen. Deshalb habe ich Ihnen diesen Spruch gebracht, den Wert von Menschen und Diamanten kann man erst erkennen, wenn man sie aus der Fassung bringt. Ja, dadurch kann ich von Fähigkeiten Gebrauch machen, die bis jetzt noch nie immer in Bewusstsein gekommen sind. Und diese in der deutschen Sprache heißt ein wunderschönes Wort, weil wir das bei jedem Patienten anwenden, Entwicklungskrise. Das ist, da oben ist Entwicklung, da unten ist Krise. Das heißt, eine Krise ohne Entwicklung gibt es nicht. Ja? Das ist, dann kommt das Thema Optimismus und Pessimismus. Kennen Sie auch, ein Optimist, ein Pessimist sieht in jeder Chance ein Problem. Er hat besondere Fähigkeit, problematisieren. Und ein Optimist sieht in jedem Problem eine Chance. Also versuchen wir, die Sache in erster Stufe dem Patienten bewusst machen, etwa 10 Minuten, bevor wir dann überhaupt dann nachher mit Operation beginnen. Also hier können Sie auch auf transkulturelle Situation übertragen, Orient und Okzident. Das heißt, wie wechselseitig die voneinander lernen können. Jeder Ausländer, der zu uns kommt, dann frage ich dann, wenn es Ihnen gut geht, was ist Ihr Beitrag zur Arbeit, Integration, zur Globalisierung? Und das versuchen wir dann nachher in 5 Stufen mit ihm zu arbeiten. Oder deutsche Firmen, die mit den Ausländern arbeiten, lernen auch den transkulturellen Aspekt auch in ihre Arbeit intensiv einzubeziehen dann. Ich versuche dann bei jedem Patienten mit dieser nach dieser kurzen Darstellung, mit diesem Konzept beginne ich, das ist ein orientalischer Spruch, hat unsere Schwiegertochter dann das dargestellt, bildlich, das stelle ich dem Patienten vor, besonders wenn ein chronischer Patient ist, schwere Phobien, Ängste hat, die kaum auf die Straße gehen kann, kaum lebensfähig, Vitalitätsverlust, psychiatrisch Antriebsarmut und so, versuche ich das zu zeigen. Ich sage, wenn es Ihnen gut geht wieder, mit Ihrer Angst, Depression und so, dann will ich Ihren Partner einbeziehen, dass Sie gemeinsam etwas machen, was Sie noch nie gemacht haben. Dann will ich dann nachher sehen, wie Sie beide Ihren Beitrag für Ihre Gemeinde übernehmen, was Sie für Ihre Stadt machen können, für das Land machen können und für die gesamte Menschheit. Und das bedeutet zum Weltfrieden. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich habe Wunder erlebt, habe ich nie gedacht, dass hinter solchen neurotischen, psychosomatischen Störungen, wenn man gezielt vorgeht, welche Visionen kommen, die sagen, Herr Doktor, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Ich war bei Orthopäden, bei Psychiatern, bei Psychotherapeuten, die haben mit dem sich beschäftigt, aber diese Version habe ich nicht erlebt. Und das fotokopiere ich mit dem orientalischen Spruch, willst du das Land in Ordnung bringen, dann musst du erst die Provinz in Ordnung bringen. Und willst du die Provinz in Ordnung bringen, dann musst du erst Städte in Ordnung bringen. Willst du Städte in Ordnung bringen, dann musst du erst die Familie in Ordnung bringen. Willst du die Familie in Ordnung bringen, dann musst du erst deine eigene Familie in Ordnung bringen. Willst du deine eigene Familie in Ordnung bringen, musst du erst die sich selbst in Ordnung bringen. Das heißt, wir machen den Patienten bewusst, dass diese Fähigkeiten in Menschen bei der Geburt angelegt sind, bei allen Menschen, ob orientale oder okzidentale, angelegt sind. Aber die Entwicklung von Fähigkeiten ist von Religion, von Weltanschauung, von Ideologie, Politik, eigene Bemühungen, beruflicher Werdegang und Gesundheit und so weiter abhängig. Also diese Außenwelt, Innenwelt, external und internal wird dem Patienten bewusst gemacht. Und wir erleben dann immer wieder, dass viele Patienten, die zu uns kommen, fragen eigentlich, wenn man mit sich bitte, was ist der Sinn des Lebens dann? Ja?
Schauen Sie mal, ich habe noch nie, ich habe in 40 Weltkongressen in den letzten 30 Jahren noch nie erlebt, dass etwa 30% alle Vorträge mit Globalisierung dieses Mal beschäftigen, mit Rolle der Politik, Sinn des Lebens, solche Themen wird bewusst gemacht. Ich möchte Ihnen kurz sagen, was ist der Sinn des Lebens und warum wir so viele Probleme haben dann. Ja, fangen wir mal ein bisschen ein paar Zitate von Nobelpreisträgern, Religionen und auch Therapeuten dann. Mit Einstein, Albert Schweitzer, keine Zukunft vermag gut zu machen, was wir in der Gegenwart versäumt haben oder versäumt wird. Dieser Ansatz ist sehr wichtig, weil viele Menschen diese gegenwärtige Situation nicht ernst werden, nehmen und daraus kommen dann viele Probleme daraus dann. Liebe Anwesende, hatte Schopenhauer recht, wenn er sagte, er hat meines Erachtens toll formuliert, er sagte, der Arzt sieht den Menschen in seine ganze Schwäche an. Der Rechtsanwalt sieht ihn in seine ganze Schlechtigkeiten an und der Priester sieht ihn in seine ganzen Dummheiten und Gemeinheiten an. Unter diesem Gesichtspunkt arbeiten wir mit Patienten. Nur manche sehen die Triebe, manche Interaktionsprobleme, manche gesundheitliche Probleme, aber wird wenig gefragt, wer ist der Mensch, woher komme ich, was haben alle Menschen gemeinsam, wodurch unterscheidet sich? Hier gucken wir einige Zitate wieder. Werner von Braun, dieser großartige Mann, sagte, nur ein erneuter Glaube an Gott kann die Wandlungen herbeiführen, die unsere Welt vor der Katastrophe retten können. Wissenschaft und Religion sind dabei Geschwister, keine Gegensätze. Max Planck sagt, nichts hindert uns, die Weltordnung der Naturwissenschaft und den Gott der Religion zu identifizieren. In Psalmen suchen nach den Frieden und jage hinter ihm her. In Koran, wahrlich, Gott liebt die Gewalttätigen nicht. Wer aber langmütig ist und verzeiht, wahrlich, der sagt, wie man Dinge bewältigt. Und was mich auch sehr bewegt hat, weil ich auch eine Baha'i-Familie aufgewachsen bin, dieses Zitat aus den Baha'i-Schriften, betrachte den Menschen als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbaren Werken. Das heißt, wir, jeder von uns, hat eine Fülle von diesen Perlen, Fähigkeiten, aber es sind nur 25%, sagen große Experten, dass ein normaler Mensch diese Fähigkeiten entwickelt. Der Rest bleibt brach oder wenig Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Du hab ich. Ja. Sie sehen alles bei mir. Ja? So. Was ich nicht selbst sehe, das sehen Sie auch. Ja. Bitte schön. Ich habe mit mir Zitate von 25 Nobelpreisträgern. Was sie über Tod, Leben nach dem Tode geben, in gesamter Ausbildung der Psychoanalyse, was ich in der Schweiz gemacht habe, in Deutschland, Amerika, noch nie erfahren, dass jemand mit dem Wesen von Menschen vertraut gemacht hat. Sie haben auch gestern gehört, was Professor Richter gesagt hat, dass er niemand ihn auch bewusst gemacht hat, was Freud über die Rolle der Frau sagt, zum Beispiel dabei. Und diese Aussagen helfen uns, dass wir mehr in der Therapie etwas Religion und Wissenschaft verbinden miteinander. Deshalb aus Zeitgründen kann ich dann nicht auf die Sache eingehen. Ja, liebe Anwesende, möchte Ihnen jetzt diese drei Prinzipien vorstellen. Das Prinzip der Hoffnung, hier ist das, diese Grundprinzipien, das Prinzip der Hoffnung, das positive Menschenbild, daraus habe ich auch etwas erklärt, dass wir immer versuchen, erst den Patienten bewusst machen in drei Sitzungen nach dem ersten Interview, wer ist der Mensch, woher kommt,
Was haben alle Menschen gemeinsam? Wo sind die Perlen? Wo sind diese Edelsteine im Menschen? Ich muss Ihnen sagen, bei schweren Patienten mit neurotischen Sachen, Borderline-Persönlichkeit und so, gut, wunderbare Erfahrungen gemacht habe als Psychiater, wo die dann darauf ansprechen und nicht sofort mit ihren Problemen und Sorgen beginnen. Diesbezüglich können Sie auch unsere Hauptdozenten, Professor Benedetti und Battigai, die auch sich mit diesem Thema beschäftigt haben, dass sie sagen, man sollte sich nicht bei schweren Patienten mit ihren Störungen erst beschäftigen, erst mit ihren Fähigkeiten, Möglichkeiten und Chancen dabei. Ja, zum Vorwort des Buches Positive Familientherapie. Also das heißt, positive Menschenbild möchte ich Ihnen dann ein Beispiel bringen, das hilft Ihnen auch sehr viel. Zum ersten Mal in Literatur, Psychosomatik ist was erschienen, dass 2428 Patienten wurden von finnischen und amerikanischen Forschern untersucht und die haben Folgendes festgestellt, konnten nachweisen, dass Menschen umso früher starben, je pessimistischer sie ihr Leben sahen. Das war die kurze Zusammenfassung von 8 Seiten. Also das Vertrauen in die Zukunft und eine positive Sicht der Dinge vieles leicht macht, das wissen Sie alle selbst an. Das heißt, dass wir auf diese Fähigkeiten von Patienten eingehen und die dann darauf aufmerksam zu machen dann. Und diese Sache kann man positive Ansatz erreichen, wenn man sich fragt, wie Menschen in verschiedenen Kulturen mit Krankheit umgehen. Schauen Sie mal, ich habe etwa 60 solche Beispiele, aber nicht für heute. Und zwar, Sie mal, in Krankheit ist in allen Kulturen, aber in Deutschland, Schweiz, Österreich, wenn jemand krank ist, möchte seine Ruhe haben, er wird von wenigen Personen besucht, Besuche werden oft als soziale Kontrolle gesehen. In orientalischen Kulturen, wenn jemand krank ist, so wird das Bett im Wohnzimmer gestellt, der Kranke ist Mittelpunkt und wird von zahlreichen Familienmitgliedern und Freunden besucht. Ein Ausbleiben der Besuche wurde als Beleidigung und Mangel der Anteilnahme aufgefasst. Also so, wir wollen nicht sagen, was besser ist, was man voneinander lernen kann. Wie oft in der Arzt-Patient-Beziehungskliniken kommen Missverständnisse, weil man versucht dann mehr nach dem occidentalen Modell vorzugehen dann. Oder das Thema Tod von 44 Faktoren, die wir untersucht haben. Tod ist Risikofaktor Nummer 1 und wird kaum berücksichtigt dabei, nur unter Neurosen Gesichtspunkte gesehen, aber nicht unter existenzielle Fähigkeiten. In Deutschland, Schweiz, Österreich, oft liest man vom Beileidsbesuch Abstand zu halten, wir wollen mit unserem Schicksal fertig werden. In orientalischen Kulturen 8 bis 40 Tage lang besuchen alle Verwandte, Freunde, Bekannte und andere Mitmenschen, die Hinterbliebenen, und geben ihnen so das Gefühl der Geborgenheit, geteiltes Leid ist halbes Leid. Noch ein anderes Beispiel, hier, Mittel- und Nordeuropäer entwickeln depressive Verstimmungen, weil ihnen der Kontakt fehlt, sie sind sozial isoliert, und sie unter dem Mangel an menschlicher Wärme leiden. Das hätte auch Professor Richter gestern Abend kurz erwähnt. In Orient entwickeln sich Depressionen eher, weil die Menschen durch die Enge ihrer sozialen Verpflichtungen und Verpflichtungen überfordert sind. Also zu viel Kontakt. Also wir wollen sagen, wie man beides miteinander integrieren kann. Unter diesem Gesichtspunkt können wir den Patienten etwas mit Geschichten, transkultureller Ansatz, das beibringen. Und so wird jede Krankheit versuchen wir positiv zu deuten, indem wir zum Beispiel, wenn jemand unter Schlafstörungen leidet, wir sagen, sie haben die Fähigkeit, wachsam zu sein und sie haben die Fähigkeit, mit wenig Schlaf auszukommen. Oder wenn jemand Faulenzer ist, sagen wir, er hat die Fähigkeit, sich auszuruhen, bevor er richtig müde ist. Ja. Und so können wir alle Krankheitsbilder, wie gesagt, von Haarausfall bis Fußpilz, in dieser Form auch interpretieren, der Patienten es bewusst machen, dass seine Krankheit einen Sinn hat. Zweiter Ansatz ist, das ist dann das Balance-Modell, das ist das Ergebnis unserer Arbeit in diesen 25 Kulturen, dass jeder Mensch
diese vier Qualitäten des Lebens mit sich bringt. Das ist Körper, Sinne, für Schlaf-Wach-Rhythmus, Essverhalten, Ästhetik, Athletik, dann Arbeit, Kontakt, Fantasie. Das ist Körper, beide gehören zum Seelenleben, das gehört zum geistigen Leben. Das wird dem Patienten im zweiten Teil der Arbeit, nach dem ersten Interview, bewusst gemacht, dass unser Ziel ist, dass sie wieder Balance bekommen. Wenn man keine Balance hat, dann ist das Einseitigkeiten, kommt hier Angst, Panikattacken und dann hier kommen affektive Störungen, Abwehrmechanismen wie Idealisierung und Herabsetzung, dann Überforderung, Unterforderung und dann kommen die Risikofaktoren, die können dann zu psychosomatischen Formen alles weiterentwickeln. Und dann haben wir ein fünfstufiges Vorgehen, dass wir in diese fünf Stufen versuchen wir den Patienten, mit dem Patienten zu arbeiten hier. Das heißt, in der ersten Stufe Patient erzählt über seine Symptome, wird positive Deutung gemacht, Beispiele transkulturell gebracht, Geschichten gebracht. Zweite Stufe zeigen wir die vier Bereiche, das Balancemodell, was ist in den letzten 10 Jahren auf Sie und Ihre Familie zugekommen, etwa 10 Punkte muss nennen, Mikrotraumen und dann dritte Stufe, ressourcenorientiert, wie haben Sie diese Probleme bearbeitet, welche haben Sie bearbeitet, wie? In vierter Stufe fragen wir, was ist noch offen für Sie, der Patient bestimmt 4 Punkte und dann nachher kommen wir Zielerweiterung, fragen wir, was, vielen Dank, was ist dann was würden Sie machen, wenn Sie keine Probleme mehr haben? Also das ist die fünfte Stufe, ist immer erst fragen wir, bevor wir Probleme bearbeitet haben. Nachdem ich das kurz dargestellt habe, später in der fünften Stufe der Therapie, versuchen wir, diese Transkulturen darzustellen, die ich dann nur als Folie darstelle. Und zwar, hier wird dann dargelegt, Beitrag der Politiker zum Weltfrieden, das ist die transkulturelle Begegnung, Beitrag der religiösen Führer zum Weltfrieden, Beitrag der Wissenschaftler zum Weltfrieden und Beitrag des Einzelnen zum Weltfrieden. Dadurch haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir mit Patienten, Familie ausmachen. Zum Beispiel, wir können als Therapeuten die Aufgabe entwickeln, bei vielen Politikern Seminare durchzuführen. Die warten darauf, aber man muss den richtigen Weg finden. Viele religiöse Führer heute muss man helfen, aus dieser Einseitigkeit rauskommen. Nur meine Religion wird idealisiert, die anderen haben. Das ist die Hauptursache für die gesamte Leid der Menschheit. Und deshalb habe ich hier einen Beitrag geschrieben, Religion ist keine Neurose, wie Freud genannt hat, sondern hat eine Biose-Funktion, kann gesund machen und kann krank machen. Kommt darauf an, wie man wie zeitgemäß ist, wie man mit der Sache verbindet. Ja, zum Schluss möchte ich Ihnen diese mit einer Geschichte das abschließen. Und zwar, ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein älterer Mann. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie hier, mein Herr? Der Weise antwortete freundlich, alles, was Sie wollen. Der junge Mann begann aufzusäulen, dann hätte ich gerne die Welteinheit und den Weltfrieden, die Abschaffung von Vorurteilen, Beseitigung der Armut, mehr Einheit und Liebe zwischen den Religionen, gleiche Rechte für Mann und Frau und. Da fiel ihm der Weise ins Wort, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich völlig falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Vielen Dank. Haben Sie Zeit? Auch. Darf ich mal kurz sagen, ich habe den zweiten Teil politische Richtung und religiöse Sache nicht extra groß behandelt,
Die Unterlagen können Sie mitnehmen dabei. Ich würde Sie anregen, wie wir in der zweiten Hälfte der Arbeit nachher mit diesen Bereichen des Lebens beschäftigen, wo der Patient sich wohlfühlt mit der Familie und so weiter, beziehen wir ein. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Beseschkamp, für diesen Vortrag. Wir haben jetzt noch 8 Minuten Zeit zur Diskussion oder zu Anfragen. Jawohl. Wer möchte Fragen an Professor Beseschkamp stellen? Ja, hier. Darf ich das Mikrofon kurz haben? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, einen bisschen Hinweis zu geben, wie ich das machen darf. Am Mittwochnachmittag und am Donnerstagnachmittag finden über die Methode der positiven Psychotherapie ausführliche Kurse statt, wo Sie sich sehr informieren können über die sehr ausgefeilte und umfassende Methode der positiven Psychotherapie von Herrn Oswald Beseschkamp. Mit 10 Dozenten. Mit 10 Dozenten. Können Sie sich ausführlich informieren. Jawohl. Dankeschön. War gut, Hinweis. Sehr gut, bravo. Immer machen Sie von Ihrer Fähigkeit Gebrauch. So, haben Sie was genommen? Ha, so, was ist Ihre Frage? Hallo? Was? Ja, 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 natürlich. Ja. So eine nette Frau, dann kann ich nicht Nein sagen. Ja. From Russia. Ja, ja. Willi Kalepna. Ja, 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 ja.